So, willkommen zu der neuen Folge. Adi! Ja gut, nochmal neu. So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe gerade ja dieses komische Getränke-Video gemacht mit diesen Karls Wasser, Apfelschorle, Orange, Zitrone, Erdbeerwasser, Cola, Erdbeer, mir eine Dose 5-0er hinterhergeschossen. Und weil man nicht nur trinken kann, man muss auch mal was essen, habe ich mir gedacht, wir werden jetzt einfach diese komischen Fun-Snacks probieren. Bullen-Snack, ja. Was für ein Name. Und Feuerteufel. Warum sagen die da nicht einfach Bullen-Snack und Feuer-Snack, dass das alles das gleiche ist? Ich zeige euch erstmal, wie das aussieht. So sieht das aus, wenn das hier rumliegt. So sieht das von oben aus. Bam, kurz zu halten fürs Thumbnail. Hier haben wir nämlich von Sun-Snacks Bullen-Snack Barbecue Pfeffergeschmack. Und hier haben wir von Sun-Snacks Feuerteufel mit Habanero Chili Geschmack. Sieht auch gut aus. Das sind Bullen. Das sind Feuerteufel. Jetzt wollte ich das eigentlich gar nicht testen, ja. Da muss ich euch eine Geschichte vererzählen. Am Wochenende war Besuch da. Marie hat da geschlafen. Zusammen mit Sandra. Das geht euch gar nichts an. Zusammen mit Sandra in der Stube. Ich musste Adi also der Stube fernhalten, damit ich sich nicht in die Quere komme. Sagen wir es mal so. Jetzt habe ich die Küche aufgelassen, damit er da hin kann fressen und trinken. Ich habe das Bad aufgelassen, damit er scheißen gehen kann. Ich habe das Schlafzimmer aufgelassen, wo ich lag, dass er nachts sein Bobs auf mein Gesicht setzen kann. Das macht er ja so gern. Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht, weil es einfach nur mega laut war in der Küche. Es hat die ganze Zeit rumgedruckst und rumgescharrt und rumgeknüppelt. Dann war es kurz ruhig. Und dann ging es im Bad wieder weiter. Ich wusste nicht, was los ist. Ich bin in die Küche und hat was gefehlt. In letzter Zeit hatte Adi nämlich die Angewohnheit, immer auf die Schränke zu kriegen, in die Kartons zu gucken, überall alles aufzumachen. Aber wenn da irgendwie Tüten sind mit Chips oder Snacks oder sonst was, die zu klauen und aufzumachen. Jetzt habe ich letztens, weil er immerzu auf den Süßigkeiten rumgeklettert ist, habe ich das alles in den Beutel gepackt und habe den Beutel an den Rand gestellt und zugemacht. Der Adi ist aber über Nacht gekommen. Was macht der schon wieder? Guck, was der macht. Guck. Ja, wo ist er denn? Du hast dich schon wieder versteckt. Das ist ein Beutel. Das ist auch ein Beutel. Mit einem Adi drin. Seht ihr das? Und da sind eigentlich immer die Süßigkeiten. Hier ist immer so Schokoladenzeugs und alles hin und her. Hier sind immer Chips, Gummitierchen, irgendwas. Da lag mal mehr, das musste ich alles wegräumen. Hier habe ich jetzt übrigens hier meine Küche eingerichtet mit Bud Spencer und Capital Bra. Auf jeden Fall muss ich mich schnell wieder hinsetzen. Hör ich so rumrascheln die ganze Zeit. Guck ins Bad und da liegt einfach diese Tüte Bullensnack im Bad. Wenn ich die nämlich jetzt mal rumdrehe, seht ihr vielleicht, was er damit gemacht hat. Hier sind nämlich Spuren drin, die ist aufgerissen. Hier wurde reingehackt, irgendwie riecht das auch richtig penetrant. Hier sind Löchlein drin und alles. Jetzt hat er aus dem Beutel hat er die Tüte rausgefischt. Oder aus der Tüte hat er den Beutel rausgefischt, je nachdem. Hat das ins Bad gezerrt. Im Bad hat er so drauf rumgekratzt, dass das aufgeht. Hier sind auch Katzenhaare drin, sehr schön. Und hat den Bullensnack einfach aufgemacht und getestet. Dann dachte ich, wenn es jetzt einmal auf ist, probierst du halt auch mal, wie das schmeckt. Und testest natürlich auch gleich die Feuerteufelchen dazu, weil die sind ja scharf mit Habanero. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt oben extra noch aufmachen soll oder ob ich hier einfach in der Mitte aus dem Bauch heraus naschen soll. Habe ich, glaube ich, mal im Lidl gesehen. Lidl? Aldi? Was ist da unten? Aldi. Gab es mal im Aldi auf jeden Fall. Was ist denn? Ah, ich bin schon wieder da. Guck, wie ich da bin. Ah, ich bin da.
Ade, Schatz! Das macht mich verrückt. Auf jeden Fall war das unten im Lidl und so. Und da haben wir das mal mitgenommen, wollen das mal testen. Ihr seht ja, wie das ist. Das sind Bullen, ne? Das ist er doch eh nicht. Der ist Bulle mit Pfeffer. Das mag der gar nicht. Das andere im Bad hat er nämlich auch liegen lassen. Das war das Gude. Er zerrt immer raus, aber das ist er nicht. Das ist also ein Bulle, ein Bullenkopf. Und den probieren wir jetzt mal. Stopft auf jeden Fall ganz schön. Ist kräftig vom Geschmack her. Und man könnte sogar sagen, ist sogar aufdringlich vom Geschmack her. Hat auf jeden Fall eine Barbecue-Note. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Barbecue-Freund. Aber ich wollte das trotzdem mal testen, weil die so zusammengehören. Ich habe mich eigentlich für diese Feuerteufel mehr interessiert. Habe die mitgenommen einfach, weil die zusammengehören. Kommt mir aber bekannt vor, der Geschmack. Also ist auf jeden Fall so ein richtiger Mais-Snack, was eine ganz andere Konsistenz hat als alle anderen Sachen. Steht auch hier oben nochmal Mais-Snack mit Barbecue-Pfeffergeschmack. Mais-Grieß 60%. Ist also okay. Wer gerne Barbecue isst, der kann ja mal gucken. Bullen-Snack, ne? Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen. Yeah, Softies botten, brauche ich das PC-Militär. Ist okay, aber ich glaube, die werden mir deutlich besser schmecken. Wenn nicht, verlose ich die anderen. Oder ich nehme die einfach heimlich mit zum Grillen. Morgen bei Flo im Garten. Und werde sagen, ja, ich habe Snacks mitgebracht. Möchte da vielleicht jemand mal reingreifen in die Tüte? Möchte da mal was essen? Da werde ich die bestimmt los. Und gleichzeitig hab jetzt hier diese Teufelchen, ne? Guckt euch das an, Teufelchen. Der Adi greift mal rein und sucht sich eins raus. Dann haut er damit ab. Aber ob er das ist, das soll das eigentlich scharf sein. Hier seht ihr so einen Teufel. Der hat einen Mund, hat zwei Augen und oben hat er noch einen Schlitz in der Stirn. Okay, den kann man wahrscheinlich auch von beiden Seiten nehmen. Ja, er liegt unten. Jetzt liegt da der Teufel und da liegt der Bulle. Hat auf jeden Fall fein gemacht. Das ist Kartoffelsnack mit Habanero Chili Geschmack. Merkst du sofort diese komplett andere Konsistenz, wenn das kein Mais-Snack ist, der so aufdringlich ist, sondern Kartoffelsnack, dass das eher wie Chip fungiert. Nein, Adi, du isst die eh nicht. Nein, Adi. Nein, Adi, du isst die eh nicht. Nein, Adi. Nein. Ach, bist du süß. Guck mit dem Mund. So, wir essen jetzt einfach. Mal ein paar mehr. Hab's doch gewusst, mit Schärfe kommt man immer gut klar. Also Feuerteufel mit Habanero Chili Geschmack. Finde ich auf jeden Fall angenehmer, finde ich besser. Sind mehr würziger. Es ist halt wirklich diese Barbecue-Note. Wenn man jetzt kein großer Barbecue-Fan ist und sich Barbecue-Chips kauft, ist man ja sowieso selten dämlich. Aber die finde ich gut. Werde ich mal Pupsi probieren lassen. Die isst ja auch gerne mal was Scharfes. Vielleicht findet die auch gut. Können wir die zum Film oder so abends essen. Und wie gesagt, es war kein Scherz. Ich werde die Barbecue trotzdem mal mitnehmen, morgen zum Grillen. Und werde es mal anbieten, werde es dazu sagen, dass der Adi die halt aufgerissen hat. Und ob die jemand haben will, ich würde es sonst eh wegschmeißen. Aber nicht, weil man die nicht mehr essen kann, sondern wenn ich schon fett werde, dann möchte ich, dass es schmeckt und man fett wird. Und nicht, dass man sich diese Barbecue-Dinger reinziehen muss. Waren halt zum Testen, aber ist halt nicht ganz so meine Welt. Wenn ihr die Barbecue-Dinger noch gegessen hättet oder essen würdet, schreibt es mal in die Kommentare, damit ich weiß, wer von euch gut drauf ist und wer nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.